Wenn wir am Sonntagmorgen langsam ans Ende vom Gottesdienst kommen, dann stehen wir am auf und beten um ein Segen. Und bei dieser Gelegenheit sprechen wir die uralten Worte noch vom aaronitischen Segen. Worte, die schon über 3000 Jahre alt sind. Ein Segen, ein Segenswort hat wie zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ein Gebet. Wir bitten Gott darum, dass er uns segnet, wenn wir jetzt heimgehen und wenn wir in die kommende Woche hineingehen. Wir stellen uns ganz bewusst unter das Segen, denn Gott gibt uns die Sachen, die wir nicht selber machen können. Segen ist immer ein Geschenk. Auf der anderen Seite natürlich ist es nicht so, dass nur die gesegnet sind, die auch um ein Segen bitten am Sonntag. Segen ist auch sonst da. Und darum tut das Gebet etwas aufdecken. Es zeigt, was schon da ist von Gott. Was Gott uns geben will, was Gott dir gibt. Und plötzlich sehen wir es. In diesem Gebet nehmen wir wahr, was Segen könnte sein. Und das macht mich dann ruhig. Ich weiss, wenn ich in die kommende Woche gehe, es ist alles parat. Was aber meint eigentlich Segen? Was heisst das, wenn wir einander sagen, das Segen von Gott soll mit dir sein? In der Bibel ist damit jedes Wort gemeint, all die Sachen, die wir zum Leben brauchen im Alltag. Es gibt Stellen, dort bedeutet Segen Wohlstand haben. Einfach genug zum Leben. An einer anderen Stelle bedeutet es, dass jemand gesegnet wird und darum fruchtbar wird, dass er ein Kind bekommt. Und wieder an einer anderen Stelle heisst Segen, eine reiche Ernte haben. Auf den Feldern viel abernten. Wenn wir jetzt alles würden aufzählen, was wir zum Leben brauchen, was wir von Gott erbitten, dann gäbe das eine sehr, sehr, sehr lange Liste. Und darum tun die alten Segenswörter das, was gemeint ist, mit drei Begriffen zusammenfassen. Wenn wir um ein Segen bitten, dann stellen wir uns unter den Schutz von Gott. In allen Gefahren, in allem, was passieren kann, beten wir darum, dass Gott uns beschützt. Und wir sehen, dass wir tatsächlich unter dem Schutz von Gott sind. Segen bedeutet dann aber auch, dass Gott sich uns zuwendet. Dass er dich freundlich anschaut. Dass er dir zulächelt. Und dir mit dem wie Mut macht und Zuversicht gibt, durch den Tag zu gehen. Und schliesslich beten wir beim Segen immer um Frieden. Jetzt Frieden. Frieden, das heisst, dass kein Krieg ist und dass wir keinen Streit haben. Aber im biblischen alten Spruchraum ist Frieden viel, viel mehr. Dort ist Frieden alles, was wir brauchen, um gut zu leben. Es bedeutet, dass alles in Ordnung kommt. Dass alle ihr Einkommen haben, dass Nachbarn sich grüssen, Familien zusammenstehen und noch viel mehr. Das meint Frieden. So möchte ich vor Gott stehen, mit einem offenen Herz, dass ich mich zeigen kann, wie Gott mich segnet. Und mit offenen Händen, wo ich bitte darum, dass Gott mir sein Segen gibt. Und das soll das letzte Wort sein heute. Wir hören den ganz alten Segen. Und ich wünsche dir mit diesen Worten von dir heute einen guten Tag von Gott. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. So segnet dich Gott.